Now, Rafe's really going all in, isn't he? Well, they're all concentrated around the cathedral, so that's good. Because we are going to have that graveyard all to ourselves. Sully. Yeah? Hey, listen, we're good to go here. Okay, kid. Happy hunting. Last chance to come with. Yeah, well, unless you can find me an escalator, I think I'll pass. All right. See you in a few. Hey, Nate. Yeah? Just, just bring me back something shiny, will you? That's the plan. Well, let's go pay our respects to Captain Avery, huh? Der wird doch wohl kaum hier sein. Das Grab von Henry Avery. Scottish Cathedral. Strange place to bury your treasure, no? Not really. I mean, by the time Avery would have sailed here, the place was already abandoned. I guess that's true. Plus, with the massive bounty on his head, it'd be a good place to hide. Schottland, die Highlands. Sieht schöner hier aus. Scheinbar ist es Herbst oder sowas in der Art. Wirkt so zumindest. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Skyrim, muss ich ehrlich sein. So ein bisschen Schnee. Sieht schon so, sehr schön aus. What happened between you and Rafe? Yeah, I couldn't deal with him. I'm pretty sure he'd had enough of me. I was still coming to grips with your death and with his frustration from not finding the treasure. I'm pretty sure he was ready to kill me by the time I bailed. Imagine what he want to do to you now. Yeah, trying not to. Sam, listen. He's ruthless. I mean, even more so than when we teamed up with him. I mean, I've heard stories. Trust me, me too. All the more reason I don't feel bad about any of this. So viele Wege zu gehen. Gerade. Es wirkt schon sehr schön. Auf jeden Fall. Wenn wir hier runterspringen, rutschen wir auf jeden Fall erstmal eine Weile. Und dann sind wir da unten bei diesen Klippen. Hier einen Schatz zu sehen, ist schwer. Aber ich versuch's gerade, deswegen, falls ihr euch wundert, was ich gerade hier eigentlich Wunderliches mache, ich suche nach einem Schatz. Aber ich glaube, die beste Möglichkeit, hier einen Schatz zu finden. Although it's been so long, it's a little hazy. Okay. These crane explosives. I think stealing the cross might have made our boy Rafe a little nervous. Yeah, just a tad. Ich find's krass, dass sie das alles da kaputt machen, um da an das Grab oder so ranzukommen. Yeah, it must have been a shock for Avery to come here after living in the tropics for so long. Well, I can sympathize with that. Ah, right, because of the old prison thing. Yeah, you have no idea how much I miss the cold. Ja, kann man gut nachvollziehen. Kommst du, Sam? Ich gehe mal hier in diese Höhle rein. Ah. Someone's a little explosion happy. Na, leider gab's hier nicht mehr. Ja, wir haben, glaube ich, einiges übersehen. So wie mir scheint, wenn ihr das hier seht. Aber wir haben jetzt das Bronze-Wildschwein wenigstens gefunden. Also werde ich wahrscheinlich leider nicht alle Schätze finden. Ach, es ärgert mich jetzt schon. Aber dafür haben wir ein Bronze-Wildschwein, ein niedliches. So, jetzt können wir erstmal weiter. Dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Zum Friedhof. Also diesem Raffi, der wirkt sowieso schon von Anfang an wie so ein Psychopath, nachdem er Vargas auch getötet hatte. Nicht sehr vertrauenswürdig. Nicht sehr vertrauenswürdig. Die sprengen da alles weg. Das ist auch ein bisschen extrem, finde ich. Ich meine, die ganze Kathedrale. Die Kathedrale hat ja auch einen Wert. It's a long drop. Yeah. We need to find another way down. Ja, wir müssen da wahrscheinlich nach links rüber. Ja, beziehungsweise geradeaus. Jetzt. Nach rechts wollte ich eigentlich sehen. Ich habe gehört, ich weiß gar nicht, wer, von wo ich das gehört habe, es soll ja scheinbar irgendeine Art Teaser geben zu The Last of Us 2 in diesem Spiel. Irgendwelche Fußnoten. Das schaffen wir doch nicht, oder? Oh doch, wenn wir springen, können wir alles schaffen.
alte Mauer? Sam? Nicht schlecht. Hat einen schönen Krater hinterlassen. Aber nice. Nice and easy. Da unten sind schon Deckungen. Hier können wir unser Seil festmachen. Hey, good call. Oh, hier ist eine Ausgrabungsstätte. Sehr schön. What the hell is all this? It's excavation equipment. Shoreline? What? Look. Na, das ist. I thought they were just by the cathedral. Oh, shit. Get out! Schön wär's gewesen. Kaltblütiger Mord. Hier in Schottland. Oh, der hat den Typen als Attrappe benutzt. Ich dachte, was zum Teufel ist das gerade? Okay, we're good. Yeah, nice to meet you too, Shoreline. Seems like they were expecting us. And like they're searching away from the cathedral. Which means we should get to that graveyard pronto. Exactly. Ich meine, das kann ja nicht das einzige Kreuz gewesen sein und hey, der Typ kann. Why did you guys search beyond the cathedral? Oh, we did, a little. But this place is so big, without knowing where to look, it's like shooting in the dark. Or like blowing shit up in the dark. Aber ganz ehrlich, wenn man einen Hinweis darauf, also wenn man, wieso haben die müssen doch gewusst haben, dass da ein Grab ist von ihm. Warum haben sie da nicht gesucht? Es wirkt so, ja, haben wir nicht dran gedacht, weil wäre zu offensichtlich gewesen. Says, here lies Henry Avery, loving son and notorious pirate. Yeah, I doubt it. I don't think he'd go through all that trouble to hide his tracks just to put his name on a rock. Hm, wahrscheinlich schon. Deswegen haben sie vielleicht dann doch auch nicht das gesehen, aber naja. 15 Jahre hat er ja Zeit, das zu suchen. 15 Jahre und er hat einfach nichts geschafft. Okay, wahrscheinlich hat er noch 15 Jahre erstmal gebraucht, um da überhaupt irgendwie in die Nähe. Ein Hirsch. Den werden wir natürlich nicht erschießen. Bin gerade froh, dass er überhaupt da ist. Aber wenn das wirklich Schottland entspricht, dann finde ich, dass sie sich bei Skyrim scheinbar auch von Schottland auf jeden Fall teilweise inspirieren haben lassen. Denn das erinnert mich schon sehr nach an Schottland gerade hier. An Skyrim. Okay, ist das der Friedhof? Nein, der Friedhof ist da hinten. Da ist die Kathedrale, die immer noch zerbombt wird. Wir wollen hier noch nicht runter. Huch. Komm. Wir gehen hier außen rum. Ich mag es eigentlich, dass das Spiel sich doch sehr langsam entwickelt. Also, das hat jetzt kein so brisantes Tempo. Was den Leuten dann auch erlaubt, dann ein bisschen die Temposchraube anzuziehen. Um es dann besser zu machen. Aua. What is this place? The monks had several living quarters. Main one being by the graveyard, of course. Location, location, location. More shoreline equipment. At least no shoreliners. Das stimmt. Was bringt uns das? Open this door. Komm, ram. Können wir das nicht einfach dagegen rammen? Nein, geht nicht kaputt. Schießen möchte ich jetzt gerade nicht dagegen. Wir können dieses Ding hier benutzen, aber. Bist du das, Sam? Sehr gut. Vielleicht können wir das zu zweit machen. Sam? Can you help me? Nein.
die Tür überhaupt kaputt machen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir kommen ja von der anderen Seite ran. Alte Kompasse. Noch mehr Equipment. Leicht zerbrechliche Kisten. Lampen. Ernsthaft, für was brauche ich denn diesen Wagen? Ich kann hier lustig überall lang springen. Okay, da könnten wir rein. Vielleicht müssen wir hier hoch. Sieht so ein bisschen danach aus. Sind wir hier? Now what do you bet? Explosives! Yep. Dynamite. Yeah, be careful with that stuff, huh? Ja, ich... Bevor wir das machen, mit dem Dynamit, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um an den Klippen. Oder was? Yes! Sehr schön. Was haben wir gefunden? Eine hölzerne, geschnitzte Almosenschale. Aha. Das ist Holz? Sieht ein bisschen nach Bronze aus, ehrlich gesagt. Aber, sei es drum. Ich glaube, mehr finden wir hier erstmal nicht. R1, Entschuldigung. Hey, got the door open. That was very loud. Hopefully they didn't hear us. Hopefully we just blend in with the other explosions. Look, there's a way up through the roof. It's too high for a boost, though. Hey, we can use that yellow crate. Stimmt, dafür brauchen wir sie also. Ach, und dafür müssen wir sie, da durch in die Luft jagen. Na komm, erstmal ein bisschen hier raus mit dir, Kiste. Hey, we can use this to climb out of that building. So, Moment. There you go. Take that, Thor. You're pretty good with that stuff. Well, I've blown a lot of shit up over Sam, the years. Entschuldigung. Uiuiui, da fliegt er einem schon fast selbst um die Ohren. Es tut mir echt leid. War nicht so geplant. Ach. Alles nur um eine Kiste hier zu transportieren. Ja, eigentlich hätten wir ein bisschen mehr warten müssen, bis es... Ja, hilf mir doch mal, dann wird's schneller gehen. Was machen wir denn jetzt? Where's our voice? Keep your safeties up. Think it was those guys Nadine warned us about. Either way, the orders are the same. Shoot to kill. Over here. Someone blew this door open. What? No way I imagined that. They don't see us. Verdammt. Nothing. Ja, wir müssen die ja sowieso ausschalten. Hang on. Der sieht uns nicht? What you find? Nothing. Hey, I got them. They're on us. Okay. Okay, okay, okay. You can't win! I've got you, China!
invitation, help! I'll take us all down! Hey, sure, I got you. Take this! Na, komm schon! Ja, der stand zu nah an der Klippe. Ein kleines Intermezzo. Alright, nicely done. That could have been bad. Yeah. Let's get out of here before anyone checks in on them. Again, vor allem nochmal. Ich schau nochmal kurz nach Munition. Dynamit haben wir ziemlich jetzt verschossen. Können wir das nachholen? Yes, Dynamit, dankeschön. Warst mir ein treuer Freund. Mein Herr, Dynamit. So, die Uzi lasse ich da erstmal, wo sie ist. Ich glaube, die können wir nicht gut gebrauchen. Deswegen geht's hier erstmal weiter. Wir müssen da, glaube ich, nämlich hochklettern, wenn ich das hier richtig sehe. Deswegen erstmal hier an den ganzen Ragdolls vorbei. Ist cool, dass die welche haben. Wirkt dynamischer dadurch. Mir tut es natürlich leid um die ganzen Schergen. Irgendwo tut es mir das leid. Wenn man immer bedenkt, ja, wie sieht es denn eigentlich von deren Seite aus? Die machen ja auch nur ihren Job. Irgendwie. There. Come on, let's go. Die werden ja auch nur dafür bezahlt. Ah, das Dynamit. Das liegt hier einfach so. Sam? Are you coming? Oder nicht? Hier ist kein Schatz versteckt. Nichts für Nathan Drake zu holen. Okay. Now what? Da unten durch. Das können wir auch noch machen, aber hier geht's doch rein. Wartet mal. Das machen wir noch. Nein, nicht das, aber das. Entdeckung! Nice! So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. In dieser Höhle haben wir einen Schatz. Was haben wir? Eine geschnitzte Nussflasche. Oh, die sieht cool aus. Das ist echt eine Nuss. Was für eine Nuss? Eine Kokosnuss? Die ist ziemlich groß, deswegen. Wow, sowas macht einfach Spaß, so kleine Höhlen vorzudringen. Das ist natürlich, jetzt geht es da nicht tief rein, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Und wir kommen hier auf jeden Fall weiter. Und hab. Den Sprung machen wir noch. Oh, careful. Wieso? Sieht doch sicher aus. Nicht? Wow. Und? Hopsi. I can hook that. Oh, gut, dass wir es abgebrochen haben. Kam gerade voll ein bisschen durcheinander. Okay, da können wir rüber. Könnten uns das auch hochziehen, aber das müssen wir, glaube ich, nicht. So. Alright, you think you can do that? What are you talking about? I taught you that move. Alright, let's see it then. Na, wo bist du, Sam? Sam? Ah, da. Unten. There. You see? Nice. That was clumsy. Und da geht's dann weiter hoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Schottland beim nächsten Mal wieder und wir genießen jetzt ein bisschen mal den Ausblick hier auf diese Schlucht. In der nächsten Folge bei Uncharted 4 hier auf meinem Kanal bei Moogmods More. Bis dahin, bye bye. Nicht wahr, Sam? Ja, genau. Bis dann.